ihr Lieben, ist das nicht ein schöner Platz zum Filmen? Es ist gar nicht so einfach, in der Stadt einen Platz draußen zu finden, wo man ungestört filmen kann. Und selbst hier in dem ganzen Gebüsch fühle ich mich irgendwie noch beobachtet. Ich wollte eigentlich auf die Wiese, wo ich schon mein Vegan-Video gedreht habe. Aber die gibt's nicht mehr, das wurde jetzt zum Acker. Das war so eine schöne Wiese, verdammt. Naja, wird wieder Nahrungsmittel angebaut. Ja, ich finde es hier sehr schön. Ich habe das vorher noch nie entdeckt gehabt und jetzt blüht auch noch alles. Und während ich die Kamera aufgebaut habe, sind hier schon 3 Hasen vorbeigehoppelt. Deswegen sitze ich mal hier auf der Seite, dann seht ihr, wenn ein Hase vorbeirennt. Ja, aber ich wollte mit euch über was ganz anderes reden. Und zwar das Thema Minimalismus. Ich habe es ja schon angekündigt, ich will mich dem Thema mal mehr widmen. Ich habe auch schon angefangen auszusortieren. Aber bevor ich die Aussortiervideos hochlade, möchte ich dieses Video hochladen und drehen und hochladen. So rum. Ich habe mittlerweile sehr viel zu dem Thema gesehen. Ich habe Dokus gesehen, ich habe andere YouTuber gesehen, die ausgemistet haben. Und es hat mich inspiriert, das auch zu machen, weil ich habe es einfach gemerkt, dass es mich immer unzufriedener macht und immer mehr erdrückt, dieses zu viel außenrum. Alles liegt voll. Egal wo ich hingehe, überall ist Chaos. Ich habe ja eh so ein Problem mit Ordnung. Zurzeit noch. Ich hoffe, dass es sich durch Minimalismus bessern wird. Ja, und deswegen würde ich einfach gern reduzieren. Der durchschnittliche Haushalt in Deutschland hat ungefähr 10.000 Sachen in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Und das finde ich schon extrem viel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10.000 Sachen. Und ich glaube, da zählt jetzt nicht jedes einzelne Besteck. Ja, also es ist sehr erschreckend, was wir haben. Wir haben eine Gesellschaft, in der viel produziert wird. Wir haben eine kapitalistische Gesellschaft, wir haben eine Konsumgesellschaft. Es ist gewünscht, dass viel produziert wird und viel verkauft wird. Es gibt auch Länder, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, Mexiko, wo voll antikapitalistisch ist. Und wo auch nur die Dinge, also es gibt auch Inseln, die auch nur die Dinge produzieren, die sie brauchen. Und wo auch Werbung verboten ist. Also es gibt auch Länder, in denen es auch anders geht. Es muss nicht nur Wirtschaft sein. So. Jedenfalls kam ich eben auch durch YouTube auf dieses Thema und möchte das weiter verbreiten. Ich werde jetzt anfangen, meine Wohnung auszumisten. Ich habe nämlich viel zu viele Sachen. Seht ihr auch noch auf dem Dachbodenvideo, während ich meinen Dachboden ausmiste oder während ich ihn euch zeige, warum ich so viel angehäuft habe, woher das alles kommt. Ihr werdet dabei sein, wenn ich es ausmiste. Ihr werdet dabei sein, wenn meine Wohnung freier wird, wenn meine Wohnung ordentlicher wird. Ich werde euch darüber erzählen, wie ich mich fühle. Dabei und danach und was sich vielleicht dadurch ändert, das weiß ich noch nicht. Und ich hoffe, dass ihr da einfach dabei seid und freue mich darauf. Ich denke einfach, dass es einen befreit, weniger Dinge zu haben und dass materielle Dinge einfach nicht glücklich machen. Und es gibt verschiedene Arten auszusortieren, verschiedene Arten von Minimalismus. Ich werde jetzt vielleicht nicht die Oberminimalistin werden, aber ich finde, Minimalismus ist ein dehnbarer Begriff und jeder kann das auf sich selbst anwenden und man muss als Minimalist nicht nur 2 Löffel haben oder was. Also ich finde, das sollte jeder für sich selbst seinen Lebensstil anpassen und für sich selbst auswählen und nicht minimalistisch heißt, man darf nur so und so viele Sachen haben, sondern jeder für sich selbst soll entscheiden, wie viel er haben möchte. Ich weiß nicht, ob ich wirklich minimalistisch werde. Das werde ich auf dem Weg dahin sehen. Ich werde aber die Videos als minimalistisch bezeichnen, weil ich auf jeden Fall in diese Richtung gehe, sehr stark in diese Richtung. Ich weiß aber nicht, wo mein Ziel sein wird. Das werde ich auf dem Weg der Reise dann merken. Zu den verschiedenen Arten auszumisten, es gibt die Extremminimalisten, sage ich mal, die total viel auf einmal raushauen. Einfach in einem kurzen Zeitraum alles, was ihnen jetzt in die Quere kommt, wo sie nicht mehr sehen wollen, wo sie nicht mehr haben wollen, einfach weg mit. Es gibt aber auch was, wo man jeden Tag was aussortiert, und zwar ist das Minimalism Game, oder gibt es zumindest das Minimalism Game. Da tust du jeden Tag einen Teil raus, also Tag 1 tust du einen Teil raus, Tag 2 2 Teile. Und es geht einen Monat lang, das heißt, bei Tag 30 tust du 30 Teile raus. Und das sind dann insgesamt 265 Teile, soweit ich weiß. Könnt's gerne nachrechnen. Ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht machen möchte. Und zwar aus dem Grund, dass ich einfach das Zimmer für Zimmer, Schrank für Schrank aussortieren möchte. Und ich glaube, dass ich mehr als 265 Teile habe, die ich aussortieren werde. Und manches ist auch schon aussortiert und deswegen finde ich es schwer, das dann irgendwie damit reinzunehmen und vor allem dann so schnell loszuwerden.
gibt es viel zu erzählen, deswegen sind meine Gedanken gerade voll buschig. Wie man rausfindet, was man nicht braucht, habe ich einen Tipp, zum Beispiel beim Kleiderschrank. Ich kann es euch dann nochmal daheim zeigen. Ich mache dann hier den Videoausschnitt rein. Und zwar tust du alle Klamotten, alle Klamotten, die du auf einem Kleiderbügel hast, tust du die Stangen in eine Richtung drehen. Und jedes Mal, wenn du es benutzt hast und wieder in den Schrank hängst, in die andere Richtung. Das kannst du 2 Wochen lang machen, das kannst du 4 Wochen lang machen, das kannst du 2 Monate lang machen. Und dann siehst du über den Zeitraum, welche Sachen du anhattest und welche nicht. Und welche nicht, muss man dann knallhart aussortieren. Es gibt auch die Methode, alles erstmal zum Beispiel in eine Kiste zu packen. Die ganzen Klamotten in eine Kiste und dann immer wieder was rausnehmen und das, was du hattest, dann in den Schrank hängen. Und was dann halt zum Schluss noch in der Kiste übrig bleibt oder was du über einen längeren Zeitraum immer noch in der Kiste hast, hast du nicht gebraucht, kann also weg. Es gibt auch die Methode, dass man einfach aussortiert, so habe ich das vor. Also ich mache das dann Zimmer für Zimmer, Schrank für Schrank, wie ich schon erwähnt habe. Ich misse die Sachen aus, entscheide, wo sie hinkommen. Manches wird weggeschmissen, wobei ich keine Gebrauchsgegenstände, die noch verwendbar sind, wegschmeiße. Dabei wird es sich eher um Papierkram oder um tatsächlichen Müll handeln. Und was ich mich noch nicht entscheiden kann, das tue ich nochmal auf einen Extrastapel und dann gebe ich dem eine Zeit und gucke nach einer Zeit nochmal rein, brauche ich es wirklich, habe ich es überhaupt benutzt, wo kann ich es hin tun, wer kann es vielleicht besser gebrauchen. Und damit kommen wir auch zu dem Zielort der Dinge, nenne ich es jetzt mal, und zwar wo die Sachen hin sollen. Man kann die Sachen wegschmeißen, was ich absoluter Gegenwind, weil die Sachen sind produziert worden, sie haben einen Verwendungszweck und nur weil du nicht was mit anfangen kannst, können es vielleicht andere noch. Deswegen verschenken, verkaufen oder einfach auf die Straße stellen. Verschenken, frag mal in deinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis, whatever. Frag in diversen Facebook-Gruppen oder auf eBay Kleinanzeigen gibt es eine zu verschenken Rubrik. Da habe ich mir auch schon schöne Sachen geholt. Verkaufen, geh auf Flohmärkte, bei mir ist jetzt bald einer und da sortiere ich jetzt gerade, also fange ich jetzt an, richtig mich vorzubereiten auf den Flohmarkt. Flohmarkt ist echt eine gute Möglichkeit, dann gibt es eben auch Facebook-Verkaufgruppen oder auch eBay-Kleinanzeigen, wo man was verkaufen kann. Oder das auf die Straße zu stellen, einfach zu verschenken hinschreiben, da habe ich auch schon eine Kommode gefunden, die ich durch diese Art und Weise bekommen habe. Die könnt ihr auch nochmal in meiner Wohnungstour sehen, aber sehr unordentlich zu dem Zeitpunkt noch. Da seht ihr auch, wie es dann vor dem Minimalistischen aussah. Und ja, jetzt werde ich die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal viel aussortieren und Videos drüber machen und die hochladen und freue mich auf eure Kommentare und würde gern von euch wissen, habt ihr schon mal was vom Minimalismus gehört oder lebt ihr vielleicht selbst minimalistisch oder habt ihr es vor, euch in die Richtung zu bewegen? Wie ist es bei euch oder seid ihr eher so Leute, die sich viel kaufen, die gern shoppen gehen und die eher durch materielle Dinge glücklich sind.